Im Neuen Testament begegnet uns ein interessantes Wort. Das Wort Festungen. Festungen. Was sind das für Festungen? Was hat es mit diesen Festungen auf sich? So wie das Neue Testament dieses Wort gebraucht, handelt es sich um Gedankenfestungen. Das heißt, verfestigte Gedankenkonstrukte, die sowas von angewachsen sind, dass sie geradezu ein Bollwerk sind, wie eine Festung, eine Gedankenfestung. Wir finden das im Korintherbrief, da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier in diesen Versen ist von Gedankengebäuden, von Festungen, von Höhe die Rede. Es handelt sich um Gedanken, die dem, was das Wort Gottes ausspricht, widersprechen, widerstehen. Wenn Gott dir etwas zuspricht und du glaubst etwas anderes, dann ist das so eine Gedankenfestung. So etwas entsteht, indem wir einfach einen falschen Gedanken denken. Beispielsweise, ich werde nie gesund. Ich werde an einer schweren Krankheit leiden. Ich schaffe das nicht. Oder ich bin ein Versager. Und unzählige andere Beispiele. Du denkst beispielsweise, ich bin ein Versager und dann geschieht in deinem Leben etwas und sofort ist der Teufel da und sagt, siehst du, du bist ein Versager. Und das geschieht unzählige Male und jedes Mal ist es, als ob du einen Stein aufhäufst und langsam damit deine Festung baust. Du glaubst es, du sprichst es aus über dir, du gehst davon aus, dass das passiert, du erwartest das und es wird Realität. Aber im Grunde genommen ist es nichts weiter als ein Hirngespinst. Es ist etwas, was du in deinem Kopf hast. Weißt du, wenn das Wort Gottes sagt, du bist ein Versager, dann solltest du das glauben. Aber wenn es nur etwas ist, was in deinem eigenen Denken ist, dann solltest du das schnellstens einreißen, diese Festung, denn sie hält dich von dem ab, was Gott für dich hat. Und das Wort Gottes sagt alles Mögliche über dich, aber garantiert nicht, dass du ein Versager bist. Es hat Aussagen über dich, dass du gesegnet bist, dass du es schaffst, dass du es kannst, dass du vorwärts gehen kannst, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist und so weiter und so weiter. Du kannst. Du hast. Du bist. Das sagt das Wort Gottes. Und wenn solche widergöttlichen Gedankenkonstrukte in unserem Kopf sind, davon spricht Paulus hier, diese Dinge müssen eingerissen werden. Diese Dinge müssen runtergerissen werden. Die müssen der Erkenntnis Gottes, dem Verständnis, was Gott sagt, weichen. Und es gibt unzählige solche Baustellen in jedem von uns. Irgendwelche Gedanken, Dinger, die wir aufhäufen und die uns blockieren. Überleg einmal in deinem Leben, wo du etwas hast, eine Festung, die dein Leben blockiert. Im Grunde genommen müssen wir zu Jesus gehen und sagen, hier, ich habe da ein Problem, ich denke in der falschen Weise, ich will mein Denken unter den Gehorsam Christi bringen, ich will so denken, wie die Bibel es sagt. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, was die Bibel über dich ausspricht. Und es ist wichtig zu erkennen, dass du Herrschaft über dein Denken ausüben kannst. Du entscheidest, was du denkst. Und wenn du sagst, ab heute werde ich widerstehen, zu denken und zu glauben und zu erwarten, dass ich ein Versager bin, ich weiß, dass ich mit der Hilfe des Herrn in der Lage bin, alles zu schaffen, was er möchte, dass ich schaffen soll. Und dann kannst du heute da einen Schlussstrich ziehen und kannst anfangen, dieses Gedankenkonstrukt einzureißen. Ich möchte dich einladen, dass diese Bollwerke, diese Festungen, diese negativen Dinge in deinem Denken, dass du wirklich anfängst, sie einzureißen mit der Hilfe des Herrn, damit der Weg frei wird in das, was er für dich hat. Die Schlacht findet in deinem Gedanken statt. Deshalb überlege, dass du dem Wort Gottes gemäß denkst. Wenn du das tust, wirst du erleben, der Herr hat viel, viel mehr für dich.